Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. Und wir wollen heute unsere Fahrzeuge fit machen für ja, quasi einen neuen Lebensabschnitt hier in unserer kleinen Unterwasserwelt. Und dafür wollen wir erstmal rüber zu Bertha. Unsere Bertha hat Herbert in sich, was sich total falsch anhört. Aber die gehen wir jetzt mal besuchen. So. So, Achtlicht geht automatisch an und aus wahrscheinlich, ne? Okay, das ist gut zu wissen. Also, wir haben hier ordentlich Platz zum Bauen. Vor allem hier. Ich möchte gerne gucken, wie groß hier ein Beet ist. Innenbeet. Ja, es wird eng zum Laufen, aber es dürfte funktionieren. Packen das Ganze mal. Vielleicht lassen wir es doch bei einem Beet. Wir brauchen ja nicht unbedingt zwei, glaube ich, oder? So. Oder gibt es einen besseren Platz dafür? Hier kann man noch irgendwas hinbauen. Da ist irgendwas zum Hinbauen da. Okay, Moment. Nein. Dekonstruieren. Hier kann man doch irgendwas hinbauen, oder? Was sieht so aus? Wenn wir jetzt mal gucken. Wir könnten eigentlich sogar das Ding hier irgendwo bauen, oder? Nein. Lebensform-Dingeskirchens kommt hier nirgendwo hin. Das ist ja echt riesig. Echt riesig. Ich hätte mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr Platz zum Bauen gewünscht. Es ist schon ein bisschen wenig. Bioreaktor? Ne, kann man nicht hinbauen. Gut, das wäre sowieso unlogisch. Ein Shot. Ja, wir haben hier überall schon Shots. Ich denke mal, man kann hier nichts hinbauen, was irgendwie relevant ist. Das heißt, wir sind quasi darauf fokussiert. Batterieladestation geht. Spinte gehen logischerweise auch. Ein Kommunikator müssten wir hier eigentlich sowieso hier drin haben, oder? Vor allem müssen wir halt auch aufpassen wegen der Energie, weil die Energie ja auch flott zu Ende geht, ne? Aber hier ist schon bei 60%. Wie laden wir das Ding denn? Da stellt sich mir doch die Frage. Erweiterungsmodule, okay. Wir müssen aber kurz raus. Wir müssen uns hier echt heute mal nur um Bertha kümmern. Kann man hier Solarmodule raufpacken? Nein. Schade. Das wäre schön gewesen. Kleines Wärmekraftwerk. Vielleicht mal so auf die Nasenspitze packen. Schade, das wäre schön gewesen, aber ja gut. Das geht nicht. Ach, guck mal, hier ist Herbert drinne. Wie laden wir die Dinger überhaupt auf, die Energiezellen? Oder muss ich dann neue bauen? Ah. Ich weiß es nicht. Was kann ich hier machen? Ah, okay. Das kann ich hier direkt hin machen. Jetzt, jedes Mal, wenn ich hier aufnehme heute, zuckt mein Auge die ganze Zeit. Also wir haben den Wurfhaken und den Bohrarm. Wir haben ein Frachtmodul. Okay. Ja gut, dann müssen wir uns doch um Essen kümmern. Gucken wir mal, wo es vielleicht am besten wäre, wo es halt nicht wirklich stört. Und ich würde sagen, es ist fast schon hier, dass es nicht stört. Packen wir es hier vor den Torpedos. Ja, wir kommen da immer noch ran, alles gut. Falls es mal enger wird mit der Zeit. So. Okay.
Damit hätten wir das. Wie machen wir das mit den Energiezellen? Von alleine wird sich das höchstwahrscheinlich nicht aufladen. Und es kann hier tatsächlich auch zu Bränden kommen. Okay. So, als nächstes brauchen wir eine Modifikationsstation. Also einen Kommunikator würde ich schon gerne hier hin machen. Packen wir den direkt hier hin. So, Kommunikator. Packen wir den da hin. Ich habe sowieso noch nicht die richtigen Ressourcen dafür. Wir können ihn zur Hälfte aufbauen. Dann hätte ich gerne eine Modifikationsstation. Die sollten wir am besten nirgendwo mitten in den Weg packen, ne? Packen wir die Modifikationsstation mal hier so hin. So, zudem gleichzeitig. Kein Wand spinnt. Energiezellen-Ladestation. Es ist ein bisschen unlogisch, den hier aufzubauen. Ich glaube nicht, dass das passieren wirken wird. Deswegen müssen wir es woanders hinpacken. Na gut. Spinnt. Kommunikator. Da, Fabrikator. Packen wir den dazu. Dann müsste hier noch ein Schrank hinpassen, ne? Ah, nice. Schrank. Dann dürfen wir auf jeden Fall nicht zu viele elektrische Dinge hier aufstellen. Das ist ja soweit klar. Aber Medikit-Station wäre schon schön. So, okay. Brauchen wir noch irgendwas essentiell Wichtiges? Batterieladestation wird wahrscheinlich nicht so cool sein. Weil die können wir eigentlich aufbauen. Damit wir nur zur Not eine haben, ne? Muss hier nur zur Not sein. Ich will ja den Akku meines Schiffes nicht total verschwenden. Integrität. Wir können bestimmt ein Erweiterungsmodul machen zum Energieladen, ne? Bestimmt. Wärmereaktor. Wandelt Wärmeenergie aus der Umgebung. Das ist nicht schlecht, ja gut. Feuerlöschanlage. Scan. Schildgenerator. Maschineneffizienzmodul und Tiefmodul. Also das hier wird wichtig sein. Ein Wärmereaktor. Dafür brauchen wir Polyethylen. Ich weiß nicht, ob wir das machen können. Habe ich nämlich noch nie gesehen, den Scheiß. Polyethylen. Naja, können wir auch nicht machen. Naja. Wir brauchen auf jeden Fall ziemlich viel Titan, Kupferdraht und so ein Kram. Tischkorallenprobe Gold. Kupfer. Okay, wir brauchen Kupfer, Titan, Diamant, Computerchip. Das wird mir jetzt schon zu viel. Aber den Rest können wir denn hier machen. Rein theoretisch brauchen wir nur den Fabrikator, Gold- und Tischkorallenprobe. Den Rest können wir unterwegs organisieren. Dann machen wir das so. Ich wünschte, ich könnte zwei Fahrzeuge aufnehmen. Das wäre immer noch das Beste. Aber ich glaube, dafür gibt es kein Modul. Schade eigentlich. Es riecht nach Essen. Und somit werden wir auch die Kackbratze verlassen. Das ist sehr schön. Ja, mir wurde gesagt, ich brauche tatsächlich den Herbert. Ja, ich würde es ehrlich gesagt gerne vermeiden, den Herbert mitzunehmen. Muss ich ehrlich sagen. So. Ein bisschen Gold mitnehmen. Ein bisschen davon mitnehmen. Definitiv alles davon. Den. Obwohl. Vielleicht sollten wir es nicht tun.
Sollten wir alles bei der Hauptbasis lassen, ne? Ja, ist, glaube ich, besser so. Weil wenn tatsächlich mal unser guter alter, unsere gute alte Herbert irgendwann mal drauf geht, dann haben wir natürlich ein Problem. Also wir sollten die Ressourcen schon grundsätzlich dann wieder hier reinpacken, die wir dann auch eingesammelt haben. Na gut, wir werden einfach Herbert mitnehmen und hoffen, dass der halt, ja, funktionieren wird. Welcome aboard, Captain. All systems online. Ich muss immer auf diese Batterie gucken. Okay. Du bist das Wichtigste, mein Freund. Der Rest ist gar kein Problem. Wir können losziehen und uns dann Keks freuen. Kupfererz. Okay. Ja, weiß nicht, wollen wir losziehen oder was? Einfach mal so drauf los. Gucken, was wir brauchen. Was brauchen wir als nächstes? Diamant. Okay, wisst ihr was? Nein. Scheiß auf Herbert. Hallo, Licht ausmachen? Ich hoffe, das Licht geht von alleine aus. Ich nehme Herbert nicht mit. Ich glaube, es ist tatsächlich besser, Hans-Dieter mitzunehmen. Ich glaube, mit Hans-Dieter werden wir glücklicher. Oder ich versuche tatsächlich erstmal dieses Schubmodul reinzutun. Wir haben ja diesen komischen Haken, wo wir uns bewegen können. Ja gut, der Haken ist natürlich geil. Ach, ich weiß auch nicht, Leute. Was geht denn mit dem ab? Warum leuchtet der so? Ist das bei all den Fischen so? Nee, das ist nur bei dem. Den will ich haben. Guck mal, was mit dem abgeht. Was? Klubscher. Okay, pass auf. Den nehmen wir jetzt mal mit. Den packen wir in unser Aquarium. Der ist anders als die anderen. Guck mal, die anderen glitzern nicht. Er ist der Einzige, der glitzert. Ich denke, wir werden ihn brauchen. Es kann gut sein, dass der irgendwas an sich hat. Was an dir, mein Freund, ist anders als an den anderen? Warum glitzerst du so? Wo ist mein Aquarium? Da. Ich weiß, ich habe das Gefühl, dass die immer größer werden. Okay, war einfach nur ein Glubscher. Der irgendwie leuchtet. Ich werde ihn vorsichtshalber behalten. Ganz ehrlich. Der ist mir nicht ganz geheuer. Ich habe ihn lieber in meinem Aquarium, als wenn er draußen rumschwimmt und mich irgendwann umbringt. Was geht mit dem?
Irgendwas ist mit. Irgendwas stimmt mit dem nicht. Was brauchen wir da eigentlich noch? Zweimal Glas und ein Titan. Naja. Wir wollten Wasser mitnehmen. Danke, Spiel, dass du mich erinnert hast, Wasser mitzunehmen. Okay. Nehmen wir das Wasser mit. Das deponieren wir da bei uns. Und dann geht's uns erstmal gut. Vital signs stabilizing. Wieso bist du noch offen? Warte. Habe ich Herbert schon reingemacht? Ich hab Herbert irgendwo stehen lassen, ne? Wie bist du. Wieso bin ich da hinten mit dem? Naja, war ein Versuch wert. Oh Gott, es hat funktioniert. Hilfe! Lass mich hier rein. Okay. Herbert. Ich hoffe, es weist sich nicht als Fehler, dass ich dich mitnehme. Ich hoffe es wirklich. Na gut. Wo waren jetzt unsere Schränke? Hier unten? Wieso sind die Türen plötzlich zu? Okay. So, Wasser ist eingelagert. Ja, Magnetit haben wir jetzt nicht gefunden. Allerdings würde ich sagen, ja, wir ziehen einfach mal los und suchen uns ein paar Sachen zusammen, wie zum Beispiel Kupfererz. Dafür möchte ich als allererstes mal Engine powering. Flagged emergencies free. Morning. Vessel calibrated. Excessive noise. Mir egal. Wir gehen jetzt erstmal da hinten zum Anfang hin und sammeln ein bisschen Kupfer. Scheiß auf Lärm. Was soll schon passieren? Morning. Engine overheat. Ahead standard. Morning. Fire detected. Engine powering down. Wo? WTF? Oh mein Gott. Oh. Was soll schon passieren? Was soll schon passieren? Was soll schon passieren, Leute? Engine powering up. Wieso überhitzt das? Das sind die Geräusche. Okay. Was bringt mir das? Aber ist schon cool, so damit loszuziehen, muss ich sagen.
verschiedene Kameras. Kann von hinten gucken. Das ist cool. Und oben drauf gucken. Das ist nice. Das gefällt mir. Okay, müssen aber beidrehen. Okay, ich bezweifle, dass das jetzt so eine gute Idee ist, hier in diesen Bereich so reinzuschwimmen. Ups. Wie gehe ich eigentlich runter? Bei der Leertaste gehe ich rauf. Mit Steuerung runter? Keine Ahnung, wie man runter geht. Egal, das soll erstmal nicht das Problem sein. Bringt das irgendwas? Wahrscheinlich nach unten hin. Ich habe keine Ahnung, was wir hier tun. Gucken wir mal, was das Licht bringt. Ah, okay. Es strahlt nach vorne. Aber wir sind wegen etwas anderem hier. Und zwar war hier irgendwo diese riesige Koralle. Mal gucken, was Hans-Dieter hier macht. Das würde mich interessieren. Kriege ich den mittlerweile raus? Hat sich da schon irgendwas getan? Oh! Ich bin draußen! Mal gucken, ob ich da noch einen reintun kann. Das wäre ganz cool, wenn ich da zwei reintun könnte. Okay, es macht zwar ein Geräusch, aber das war's. Es wäre ganz cool, wenn man irgendwie den hier auch noch irgendwie ranbringen könnte. Aber es geht nicht. Na gut. Lassen wir den mal hier stehen. Okay, wir ihn rausbekommen. Cool. Das finde ich nice. Aber wir sind ja wegen was anderem hier. Hier war irgendwo dieses riesige Loch-Ding ins Kirchens. Hier ist Salz. Das können wir mitnehmen. Mal ein bisschen Ressourcen hier sammeln. Davon könnten wir noch ein paar gebrauchen. Ein bisschen was davon. Ja, verzieh dich, Junge. Ach so, da ist noch dein Elektroschrott. Okay. Dann sammeln wir hier auf jeden Fall in diesem Biom erstmal ein bisschen was. So, hier war ja Wasser drin. Packen wir hier das da rein. Können wir das später alles mal verarbeiten. So, noch irgendwas hier, was man gebrauchen könnte. Was haben wir denn hier? Eine Signalboje vielleicht? Wäre das was? Mobile Fahrzeugstation. Oh, ab! Ihr hattet doch hier irgendwo Metall gebunkert, oder? Oh! Immer einer guck. Die kann ich natürlich auch gebrauchen. Da ist nichts drin. Aber hier habe ich ein kleines Steinchen. Mit Gold. Unsere erste Goldsammlung. Ich würde es toll finden, wenn die Teile verschwinden würden, sobald man was eingesammelt hat. So, gehen wir hier auf jeden Fall ein bisschen was einsammeln. Quarz brauchen wir auch. Sehr schön. Sobald wir dann unsere Schränke hingemacht haben, können da die Ressourcen hin. Unten wird dann der Loot gelagert.
Und, ah, hier wollte ich hin. Und oben dann die Ressourcen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Wobei beides natürlich Loot ist, ne? Also. Eher nichts sagen. Dann müssen wir Herbert quasi nur noch einen Torpedoarm spendieren. Und ich denke, dann könnten wir auch ein paar Tiere abwehren und die Aliens abwehren. Und hast du nicht gesehen? Damit die mir nicht auf den Sack gehen. Und glücklicherweise können wir ja sehr, sehr, sehr lange unter Wasser bleiben, also. Ich denke mal, wir können wirklich auf als Dieter verzichten, ne? Es ist halt nur lieber halt die Batterieladestation mal irgendwie in Gang bringen. Oh, hier liegt doch überall Schrott und alles, oh. Und ich muss auf jeden Fall gleich in der Folgenpause, die jetzt in Kürze ist, dieses Polyanthylliden herausfinden, wie das funktioniert. Weil ohne das kriegen wir natürlich keine Energie und wir müssten dann zurück. So, das kann aus. Wir haben hier einen ich wollte bauen. Wieso ist mein Bauwerkzeug weg? So. So, Schrank 1. Schrank 2. Kupferdrahtkabelsatz. Okay. Titan kann ich da nicht reinmachen. Computerchip Fasergewebe. Kupfererz. So, Kommunikator am Start. Sehr schön. Den brauchen wir noch ganz wichtig. Kabelsatz und Kupferdraht. Auge, lass mich in Ruhe. Hier nichts zu melden. Aber gut, Freunde, ich sehe gerade wegen der Zeit, ne? Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und dann geht das Abenteuer mit Bertha los. Ich hoffe, dass wir wirklich ein bisschen weiterkommen. Kabelsatz und Kupferdraht. Kabelsatz. Ah, Kabelsatz, Silbererz. Oh Gott, ich habe kein Silbererz. Ja, haut rein, euer Zero. Tschüss.